So, und da sind wir wieder bei Minecraft. Hallo, ich habe eine Elytra gefunden. Die uns nicht viel bringt. Mir schon, doch. Nö. Doch, ist der Männer. Nö. Doch. In meinem Staat bringt dir die nicht viel. Hier ist halt wirklich jedes Bett besetzt. Warum können die noch mehr Dorfbewohner hier drin haben? Wo haben die hier noch Betten? In ihrem Arsch. Die ziehen sich die Kinder aus dem Arsch. Hier unten sind halt irgendwie schon vier, fünf Dorfbewohner am Rumstehen. Sind die irgendwie mit dem anderen Dorf verbunden oder was ist hier los? Ich wage es zu bezweifeln. So weit ist es nicht weg. Bin hier Ach, immer wie süß noch ist der Dune 2016 Soundtrack so gut. der Tun. Genau der. Ich bin der Ton. Keine Ahnung, wie das Lied eigentlich geht, aber es ist ein Scheißlied. Waren hier nicht mal Treppen? Generell so alles, was man so im deutschen Bereich so hört, finde ich scheiße. Ja, das, was zumindest im Radio gespielt wird. Da gibt es halt so gelegentlich mal was Gutes. Aber das war dann eigentlich auch schon. Meine, das letzte Mal, als ich ein gutes Lied im Radio gehört habe, das war 2015 bei einem Zahnarztbesuch. Da läuft aber auch immer Radio. Ja, da war Radio, ja. Aber da lief aus irgendeinem Grund Gorillaz. Ja. Genau das. Das passt auch am besten zu einem Zahnarztbesuch. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. But not for long, the future is coming on. Was Ähnliches. Ganz genau. Ja, ich habe viel gut Ink gemacht. Ich hab Clint Eastwood. Ich kann mich halt nicht an dieses viel gut darin erinnern. Ob das je existiert hat da drin. Das ist durchgehend Ja, ich höre es am nicht. Anfang. Ich Das kann ist mich am nicht Anfang. erinnern. Das war schon immer drin und ja. Das wird's auch immer bleiben. So kann es sein, so kann es bleiben. Das ist der Hawaii Toast. Ist. Daran erinnere ich mich aber nicht da drin. Toast Hawaii schmeckt allen gut. Mehr nicht. Mir auch nicht. Ich mag keine Ananas. Pizza Hawaii habe ich mal damals immer, als das in der Ausbildung war, probiert, weil ich konnte halt nichts anderes dort essen. Und da musste ich dann schon tatsächlich sagen, so scheiße ist das jetzt nicht, aber ich würde es jetzt auch nicht essen wollen, wenn ich eine Chance auf was anderes hätte.
Okay, gibt es einen schlechteren Belag für eine Pizza dann? Bleibt dir. Den man gewöhnlicherweise auch auf eine Pizza tut. Schinken an sich. Was? So alleine. Achso. Also ohne Soße und gar nichts, meinst du? Tja. Hallo, sieh mich an. Ich bin der Mann, der alles kann. Das ist einfach alles. Wie, du hast jetzt dieselbe Idee wie ich gerade. Okay, hattest du nicht. Ich Was hab war gedacht, deine Idee? du rennst jetzt nach oben direkt ganz schnell, nur damit dann die ganzen Hunde auf mich loskommen. So, die Schwämme sind ja jetzt hier gebraten geworden, ne? Ja. Dann werde ich jetzt mal rüber in des Dingens gehen und dort das ganze Wasser rausholen. Was hältst du davon? Wenn du willst. Willst du da mal mitkommen? Nee. Brauche ich dafür noch irgendwas? Nicht wirklich, ne? Ja, Öfen halt für die Schwämme wieder. Ja, Ofen habe ich dabei. Okay. Oder das Zeug, um die zu machen. Prost, Hawaii schmeckt allen gut. Wie geht's denn dir? Oder was auch Sehr immer der gut. da sagt. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das Lied nicht. Wie ist's mit dir? Oder sowas. Schnabeltier. Sowas ähnliches sagt er halt. Schnabeltier. Blubbermaul folgt dir jetzt. Okay, danke. Wofür? Danke für gar nichts. Danke für gar nichts. Toast Hawaii schmeckt allen gut. Vor allem Toast Hawaii schmeckt allen gut. Wie ist's mit dir? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Lied geht. Ich kenne nur, das ist der Hawaii-Toast. Toast Hawaii schmeckt allen gut. Mehr kenne ich nicht. Ach ja, und ich gucke hier gerade auf die Zimtdingens da, die ich neben mir stehen habe, die ich letztens mit Milch gegessen habe. Und Ja. da haben wir spekuliert, ob ich nicht vielleicht eine Unverträglichkeit habe. Weil ich hatte nachher Bauchschmerzen, als ich das mit Milch gegessen habe. Also, solange du nicht Dünnpfiff bekommst, Nee, habe ich nicht. soll es nicht noch im erträglichen Bereich sein. Obwohl. Vielleicht war das auch der Tag, wo ich da einfach komplett einfach nur so eine Suppe, sag ich mal, gemacht habe. Und ich Das meine jetzt Einzige, was kein. man aus diesem Fisch lesen kann, ist, dass derjenige, der ihn isst, Dümpfiff bekommt. Zitat Asterix. Weißt du, was Asterix ist? Astrid. Ein Barbar. Ich meine, ja, der spricht kein Latein. Jago Baba. Komm, hier war das schon. Egal, ich brauche eh eine Werkbank. Eine Pferdbank? Ja. Geil. Ah. Vielleicht ist man hier oben einfach nur so übelst geblurrt. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo genau das war.
weiß immer noch nicht, was das da links unten sein soll. Oder jetzt links direkt von mir. Das ist der. Was ist das? Mister! Toast Hawaii schmeckt allen gut. Das ist der Hawaii Post. Wie geht's denn dir? Wie ist's mit dir? Wer bist du denn? Ui. Wie dämlich ist die Frostwalker-Verzauberung? Dass du einfach nur auf Wasser läufst und da Eis unter dir kommt? Ja. Ja. Ich meine, wenn man da einmal springt, ist man halt wie dem Wasser, also das gesagt, das bringt nichts. Ja, nee. Dann wird nur schnell, wenn man auf Eis springt und rennt. Wie ist's mit dir? Das ist der Hawaii-Toast. Ist der das? Song. Song? Sing, sang, song. Ding-a-ding-a-dürgen. Ja, ding-a-ding-a-dürgen. Bum, bum, bum. Hast du einen Bourbon? Ich hab keinen Burger, nö. Ich Burger. Warum können die aus dem Wasser rausschießen? Skelette? Nein, die Wächter. Wie sollten die nicht können? Weil die es vorher noch nicht gemacht haben. Oh. Ich habe übrigens eine Fortune-Schaufel, wenn du willst. Fortune. Fortune. Ja. Fortune-Schaufel. Ja. Nein, danke. Nein, der danke, Dörgen. Das einfach mit Eichenholzbrettern. Eichenholz. Eichenholz. Ja? Ich mag Eichenholz nicht. Das ist wie Leichenholz. So. Dingel, dingel, dürgel. Drlllllllll. Drlllllllll. Da 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 da. Drlllllllll. Da 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 da. Ach ja, stimmt, du hast einen Hund im Mambus. Ja, lass den in Ruhe. Ich tu dem nichts. Er hingegen schon. Sieht voll komisch aus, wie das Wasser einfach verschwindet. Wo bist du gerade? Ja, wo bin ich gerade? Ja, keine Ahnung. Ja, im Dingens natürlich. Wo? In dem Tempel. Ach so. Wie kommt man zum Tempel? Du gehst zu meiner fliegenden Insel. Und da musst du dann den Weg entlang und dann ist irgendwann links dort Wasser runtergelassen.
Und dort musst du dann runterspringen und dann kommst du zu mir. Okay. Das erinnert mich gerade an eine schlechte Synchronisation aus einem Dragon Ball Spiel. Von wo aus kommt man nochmal zur fliegenden Insel genau am besten? Gehst durch den Nether. Und weiter? Das wusste ich Und dann noch. gehst du zu deinem Industriegebiet. Und dann die Ach Treppe ja, hoch. dann. Ja, okay, ich weiß schon wieder. So, hier muss ich ja nicht ausleuchten oder so. Ich werde hier mal eine Tür hinsetzen, damit man dann einfach so nach draußen kann. Da kann ja immer noch nichts durch. Hä? Hingetragen. Holy fuck, sind da gerade viele Möwe-Skelette. Ja, würde ich ausnutzen. Natürlich, Gott. Gucken die um. Was war das? Hä? Ich habe da gerade so ein... Guardian? Machen die solche Geräusche? Vielleicht, keine Ahnung. Okay, keiner der Möwe-Skelette hat irgendwas Interessantes gedroppt. Halt gerade wie so ein Monster angehört, das da ankommt. Hier ist ein Monster! Monster! Das ist so ein Scheißlied. Und sie weiß, was sie will. Hör dir die SpongeBob-Version davon an. Was? Ja, guck nach. SpongeBob No. Monster. No. Die gibt's. Die ist denunziert. Mit Monsterqualle. Monsterqualle? Ja. Das ist eine Monsterqualle. Monsterkalle. Monsterqualle. So, und da, wo Wasser runterläuft, meintest du? Ja. Dann muss ich danach suchen. Ist halt links so Wasser runterlaufen. Müssen wir dann eine Weile gehen, oder? Ein bisschen. Guardian. Die können ihr nachher nicht mehr spawnen, weil ich das Wasser weggemacht habe. Also der Guardian hat so gemacht. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber irgendwie konnte man mit Guardians richtig gute Genau. XP-Fangs machen. Hallo noch ein Guardian. The Last Guardian. Hallo noch ein Guardian. Hallo. So ist das der zweite Teil davon. Hallo noch ein Guardian. Hallo. Ja. Die Good Tür, evening. okay.
Ich wollte gerade sagen, hast du die Türe gefunden? Nein, du gehst durch den Schornstein raus. Ich bin reingegangen. So, nasser Schwamm. Hier unten mache ich irgendwie dann was raus. Müssten wir hier eigentlich Bäume anpflanzen. Aber das ist auch möglich. Ich habe Erde dabei und einen Baum. Hast du mir jetzt gerade einfach nur den Schwamm von oben runtergeworfen? Ja. Ich werde hier schon wieder angeschossen. Guck mal, da ist ein Guardian. Ja, der ist ganz sehr schnell vorbeigeschwommen. Weil da Da kaum sind noch ein Wasser paar. war. Alter, hier können wir theoretisch eine gute XP-Farm bauen. Ja, nee. Immer noch. Werden einfach alle sterben, weil wir denen das Wasser wegnehmen. Alter, wie viele Garden sind hier noch? Ja, hier sind richtig viele drin gewesen. Ja. Ich habe gerade auf den Sprung genommen. Hier. Kannst du auch gerne nach oben wieder bringen. Wie sehe ich aus wie ein Samariter? Ja. Fuck. Ist hier auch was drin oder ist das einfach nur... Keine Ahnung. Diese Guardians, die hier die ganze Zeit hochschwimmen. Wir können wenigstens bekommen ein Essen von denen. Ja, irgendwann spawnen die ja nur noch hier auf dem Trockenen. Oder nicht? Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass die im Trockenen spawnen können. Machst du da einfach nur so ein kleines Wasserloch? Da muss man auf jeden Fall eine vernünftige Treppe hochbauen. Ja, das musst du. Dunkel einfach. Hast du abgesehen vom Wasserfall wieder einen guten Weg hoch? Hier ist eine Tür. Hoch. Ja, Egal. hier ist eine Tür, hier geht's raus nach oben. Fick dich. Moment. So. Kommst doch nicht bis ganz oben hin, oder? Doch. Locker. Ich flieg grad zum Portal. Theoretisch könnte ich sogar weit drüber fliegen. Ich bin dagegen geflogen. Ja, theoretisch bin ich der Beste. Ich habe gesagt, ich kann weit drüber fliegen, aber ich bin dagegen geflogen, weil ich durchfliegen wollte. Frag mich ja, wer diesen Tempel damals errichtet hat. Die Guardians. Auf der Galaxy. Nee. Das ist ein Waschbär. Und ein Baum. Die können das nicht. Sagt ihr nicht, was die können und was die nicht können? Also ein Baum kann nicht unter Wasser wachsen. Da würde Seegras dir aber was vorwerfen. Segas ist kein Baum. Aber eine Pflanze. Und kein Baum. Warum spawnen jetzt richtig viele normale Fische? Warum nicht? Warum? Ist das ein großer? Ich finde gut, dass ich mit einer einzelnen Rakete direkt vom
Insel zu Home kommen. Was ist dieser riesige leuchtende Strahl dort auf dem Boden? Keine Ahnung. Ich meine, da ist das ganze Land oben drüber, aber trotzdem. Das sieht übrigens voll cool aus von hier unten, als wenn das irgendwie so ein Sternenbild wäre. Ha. Wie stark leuchtet das? Es blendet einfach. Blend es. Blend es. Hast du immer noch nicht geguckt? Ja, weil Lassi gestern keine Lust darauf hatte, unter anderem. Wie kann man darauf keine Lust haben? Er hatte halt eher Lust von Anime her, entweder auf Princess Principal oder halt Girls im Panzer. Letztendlich haben wir random.org entscheiden lassen. Was wir denn sehen. Oh, hier ist noch mehr. Na was? Mehr Schwamm. Oh. Tanz den Schwamm. Tanz den Schwamm. Tanz den Schwanz. Ja. Schanz den Kamm. Wie lange nehmen wir schon auf? 27 Minuten. Okay. Ring, ring, ring. 35 nasser Schwamm. Ist das das Secret zu umgegangenen Tagen? Hier sind noch mehr Schwämme. Experiamus wäre das alles sehr viel einfacher gewesen. Oculus Reparo. Eigentlich hätte das sein Auge reparieren müssen. Ja, und? Wieder hat er trotzdem Brüllauf. Wieso hat er trotzdem Brüllauf? Ja. Ich meine, hat das nicht sein Auge repariert? Nee. Der hat doch sogar die Brille so abgesetzt und hat sich gewundert, dass er sehen konnte. Nee, das war in Spider-Man 1. Was? Das war in Spider-Man. Wann war Harry in Spider-Man 1? Nicht Harry in Spider-Man, das war Peter Parker in Spider-Man. Achso, der hat die Brille abgesetzt. Ich weiß jetzt, woher diese Quietschgeräusche kommen. Hä? Wenn die Wächter kein Wasser mehr haben, wo die drauf sind, dann machen die solche Geräusche. Hast du gesagt, die Wächter? Die Wichser. Ja, die auch. Die Legende der Wichser.
sind eigentlich nur stark, weil die sehr viele sind. Ja. Ich glaube, das ist das Geräusch, wenn die ersticken. Ich habe hier jetzt immerhin schon mal eine Treppe oder sowas. Ich glaube, das hier mache ich zu meiner privaten Operationsbasis. Meinst du wie Nazis Hexenkeller? Ja. Nur dass das hier nicht in geheim sein muss, wie bei ihm. Alter, die hüpfen mir einfach über Wasser herum. Das muss hier nicht geheim sein, das soll nämlich menacing sein. Go, 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 go. Dieser scheiß Wächter, der hüpft hier einfach nur rum. Der hat Spaß. Warum kriege ich auch Schaden, wenn ich den angreife? Keine Ahnung, vor uns. Der vor uns. Anscheinend. Hä? Ist gerade plötzlich verschwunden. Aber hier fühle ich mich doch mal wohl so komplett ab von allem. Irgendwo unter Wasser mit irgendwelchen komischen Viechern, die da rumhüpfen. Und dich attackieren. Wenn sie können. Oh Gott, hier ist schon wieder richtig viel drin. Boom, boom, akalaka, boom, 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 akalaka, laka, bam, 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 bam. Weißt du, was ja, Boom Boom heißt? Das ist der Typ aus dem Flintstones. Das auch, aber weißt du, was das auch heißt? Subwoofer. Kacke. Was? Wer nennt das so? Im Englischen ist das das Wort für Das habe ich noch nie gehört. Das nennen die aber so. Habe ich noch nie gehört. Educate yourself. Einzige, was ich da gehört habe, ist halt Turd, Shit, Crap, Poop. Ich krieg keine Luft. Sowas halt. Ist halt aber wirklich das Wort dafür. Look it up. Nee, ich bin gerade im End. Ich habe ein neues Schiff gefunden. Also eine Elytra für mich vielleicht. Vielleicht. Oh, ja, das ist eine Elytra. Ich werde hier die ganze Zeit beballert. Ich habe eine Elytra für dich. Das ist schlimm. Mit einem Elytra nach Elytren zu suchen ist übrigens einfacher als ohne. Wie man sich vielleicht denken kann. Kann ich mir nicht denken. Fuck.
War da schon wieder so ein riesiger? Wie kannst du nicht denken? Ich will das noch haben. Was? Denken, wo du wieder Dach zu haben. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Das ist ein leichtes Spiel. Mach das hier mal alles weg. Die Stützen braucht ja keiner hier. Fällt ja nicht zusammen. Jetzt muss ich drauf bauen, dass das, dass der Baum da fertig wird. Warum ist es random so ein komischer Turm in der N-City? Weiß ich nicht. Ich meine, das ist nicht mal was oben gewesen in der Kiste oder so. Das war nur ein einzelner Schalker. Nachbar Schalker. Papa Schalker. Napa, Papa, Papa von Papa Napa. Fucknut. Akkugan. Fucknut. Fucknut, Fucknut, Fucknut. Urana, Urana, Urana. Sackedeck, Sackedeck, Sackedeck. Das Problem ist, ich sehe mit dem Shader kaum was. Kann demnach hier auch nicht effektiv das Wasser wegmachen. Runter. Eisgekühlte Coca-Cola. Was? Coca-Cola eisgekühlt. Das ist nicht Coca-Cola. Ich mein's. So geht's auch, es sind halt verschiedene Strophen. Das war nicht Coca-Cola. Der eine davon ist Coca-Cola. Wann? Ja. Was kennst du denn da? Irgendwas mit Hololunda oder was auch immer. Keine Hololulu? Ahnung. Hololulu? Irgendwas Honolulu. Was weiß ich denn, wie das heißt? Ich habe das nie mitgesungen, weil ich das blöd fand. Ich habe auch nie mitgesungen, aber das kenne ich trotzdem aus irgendeinem Grund. Ich habe übrigens gar keinen Ton mehr. Wenn ich die schlage, die machen keinen Ton mehr. Hallo, nächste N-City. So, von wo bin ich gekommen? I'm the cult of personality. Wieso hat das André so einen guten Soundtrack? Warum kann ich mich an den Song nie erinnern? Keine Ahnung. Welche Sender hast du gehört? Ende?
Welche Sender hast du gehört? KDST. Und sonst was? K-Rose. Also nicht X-Radio? Welcome to the Jungle! Ja, wenn Welcome to the Jungle kam, dann habe ich X-Radio gehört. Ja. Da kam auch Cult of Personality. Soll ich wieder zurückfliegen oder soll ich weiter? Ah, ich habe gerade noch ein Schiff gefunden. Ich werde hier gerade von ganz vielen Wächtern angegriffen, die hier rumhüpfen. Cult of Personality. Immerhin kann ich die jetzt verbrennen. Den Cult of Personality? Die Wächter. Ich habe jetzt drei Elytren dabei. Also auch eine für ihn. Theoretisch. Ich sehe noch, ob ich in den nächsten 10 Raketen noch eine Burg finden kann, ansonsten gehe ich zurück. Noch eine City. Ich habe noch eine City gefunden. Jetzt finde ich die irgendwie im, keine Ahnung, 10-Sekunden-Takt. Das wird nachher so schwierig, hier überhaupt weiterzukommen, weil hier die ganze Zeit Wächter wieder spawnen werden, in dem kleinen Wasser, das noch übrig ist. Hat diese City denn irgendwas? Nee, das ist einfach nur ein einzelner Turm. Gut. Dann fliege ich zurück. Ich hätte mir die ganze Zeit einfach nur diesen. Noch mehr Sponge gefunden. Normal, ey. Warum ist hier Cobblestone drin? Ja, keine Ahnung. Macht keinen Sinn. Noch mehr Sponge. Von der Farmer. Ich bin geboren auf dem Land der Milchkühe. Milchkühe? Milchkühe. Milchkühe. Was hältst du von Milchschokolade? Ich mag die, die mit Keksen drin ist. Kekse drin? Was?
Ja. Ich kenne nur die mit Nüssen drin. Guck nach, da gibt es eine Keksversion. Ist einfach alles voll mit den Typen. Okay. Hört nicht auf. Ich bin wieder in der Oberwelt. Ich nicht. Was ist das hier für ein Raum? Was ist das hier, Wohnraum? Konnte da gar nichts sehen. Dobi dam dam dam. Dubi dam dam Dobi dam dam dabidi dam. dabidi dam. Irgendwann ist hier alles Wasser raus. Was soll ich jetzt der Eingang? So, du meinst, das könnte man hier gut zu einer Mobfarm umbauen? Ich habe keine Ahnung, wie, aber ja. Das muss ich auch noch gucken. Damit meine ich Mob Psycho 100. Ja, Mopsako ist super. In vielen Aspekten sogar besser als One Punch Man. Also das Wasser verschwindet langsam. Die Viecher nur Okay. leider nicht. Okay. Gut. Aber was jetzt tun, Othellamon? Moon? Ist Nacht, es ist Nacht. Ich suche Creeper. Ich habe absolut kein Geräusch dafür, dass wenn die mal brennen. Die Entwickler gehen einfach nicht davon aus, dass die irgendwann mal brennen. Was, wie ich finde, ziemlich blöd ist. Machen die da kein Schadensgeräusch? Ne. Machen die ein Schadensgeräusch, wenn man die schlägt? Ja, manchmal. Also normalerweise sollten sie, egal was, ein Schadensgeräusch machen, weil das Feuerschadensgeräusch ist nicht anders als das normale Schadensgeräusch. Young man.
Das Feuerschadensgeräusch ist einfach nur Young Man. Also ich find's super. Hallo Creeper. Bitte stirb jetzt. Wieso wenn hast ich du nichts gedroppt? wenn ich einen Schwamm einfach nur in Wasser rein tue, egal ob das Wasser jetzt direkt ob das jetzt ein Quell ist oder so, das saugt dann alles bis zu dem Quell auf, oder? Ich habe keine Ahnung. Weil ich habe hier gerade einen Raum sauber gemacht, indem ich einfach nur dort hierhin platziert habe. Der Butzler von Wiesenhof. Dänemark. Warum immer Dänemark? War das, sieben Zwerge? Was? Keine Ahnung, ich hab nicht mal irgendwas zitiert. Doch. Das habe Was? ich mal gehört. Wo kam das ich hab's her? Nicht, ich hab's nicht mit Absicht zitiert. Es war aber auf jeden Fall Dänemark. Warum immer Dänemark? Und ich weiß nicht mehr, was das war. Kung Fu Panda, eindeutig. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber... Ja, wenn man die schlägt, haben die ein... Geräusch. Der Raum. Wenn man den über Wasser Schaden zufügt, kriegt man selber Schaden aus irgendeinem Grund. Manchmal. Fonds. Fonds. Keine Ahnung. Fonds. Nicht, was du mir sagen willst. Dornen. Ja, haben die denn Dornen? Ja, keine Ahnung. Die haben zwar solche Stacheln am Körper, aber warum sollte mir das wehtun? Keine Ahnung. Das ist Minecraft. Ich denn von den gebratenen Fisch? Ja. Ja. Das hier wäre gut Diese für Katzen. Frage. Mögen die gebratenen Fisch? Mögen Fisch. Aber gebratenen? Glaubst du, Katzen greifen Wächter an? Nee. Katzen greifen gar nichts an. Doch. Hühner. Es? Die greifen Hühner an. Das hätte ich noch nie gesehen. Doch, und das Gespräch hatten wir auch schon. Ich hab's noch nie gesehen, das war ein Fuchs. Wir hatten das Gespräch schon, dass manche Tiere einfach andere töten, einfach so, auch wenn die getamed sind. Ja, wir hatten noch nie Katzen. Doch, wir hatten wir. Wann? Als ich die Katze geholt habe. Da habe ich gesagt, da muss ich aufpassen mit den Hühnern. Und da meintest du, das ist mir neu, dass die irgendwie Hühner töten oder sowas. Ich habe allgemein noch nie gesehen, wie eine Katze irgendwas angegriffen hat. Tut die aber. Die greift Hühner einfach so an und isst die dann. Geil.
Weißt du, jetzt haben die Wächter wenigstens einen Grund, mich anzugreifen. Einen vernünftigen. Ich zerstöre ihr fucking Habitat. Jetzt sag nicht, die hatten den Grund, dass die irgendwas beschützen hier. Weil ganz ehrlich, hier war nichts, was die beschützt haben. Doch, die Goldblöcke. Nichts Wichtiges. Die Schwämme. Der Master Guardian. Welcher von denen? Der Master. Master. Der Elite Master Supreme. The Fuck Master. Fuck Master Supreme. Was bist du bitte lustig? Ist der Fuck Master Supreme? Unter anderem will ich das nicht ausschließen. Was ist mit Nachbar Paschulke? Der ist der Fuck Master meiner. Fuck Master 3000. Fuck Master Inferior. Fuckmaster Beta Version. Fuckmaster Peter Version. Ich glaube, die Wächter spawnen, egal ob da Wasser ist oder nicht. Oder die traveln sehr weit. Also gehen sehr weit. Irgendwann wird hier das Wasser weg sein und dann bin ich froh. Gut. Immerhin kann man einfach auf die Wächter zulaufen und dann passiert dir nichts. Die greifen dich nicht physisch an. Ich meine, die haben auch keine Arme. Die haben Stacheln. Die haben keine Arme. Okay, hier kann ich rumlaufen, wie ich will. Und man hat mich wieder rausgeschmissen. Ich glaube, mein Internet geht einfach immer wieder weg, gerade für eine Millisekunde. Okay. Weil mein PC irgendwie überlastet ist oder sowas, weiß ich nicht. Ich höre da immer dieses als wenn da was ausgestöpselt wird. Und ich habe ja mit USB halt mein Internet, weil es ja am Handy. So easy dran. Ich muss hier jetzt immer wieder einen anderen Weg hier runter finden. Gut. Weil hier langsam alles schwierig wird, nach unten zu kommen. Muss ich da jetzt wirklich alle Wächter hier dann killen, damit die alle weg sind, oder spawnen die halt wirklich hier die ganze Zeit nur? Also die spawnen nicht, weil da andere Wächter sind. Hört man nur dieses ganze Geklecker. Aber
Hier kriegt man sehr viel Schwämme raus, das ist gut. Ich mach hier diesmal das Wasser weg. Nervt mich das immerhin nicht mehr. Natürlich kommt es wieder. So, das ist weg. Mich nervt nur extremst, dass die halt so viel aushalten. Okay. Wen hast du da Donald Trump genannt? Hä? Ja, Donald Trump wurde von dir erschlagen. Gut. Wer ist Donald Trump dort gewesen? Niemand von Bedeutung. Nicht kein Dorfbewohner. Nee. Wahrscheinlich irgend so ein Hühnchen oder so. Whisky, Tequila, Vodka, Rum und Chin. Tequila. Mit Tequila. Nicht Tequila. Tequila. Ich hab gedacht, du hast da irgendeine komische Sprache. I'm on a payphone trying to call home. So was halt, ne? So eine komische Sprache. So. Wollen die Folge mal beenden? Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo ich das hier komplett entwässere. Ciao. Adios.